Oh, und da ist noch eine Erde übrig geblieben, deshalb. Komm. Ich bin fast schon gewillt zu sagen, wir machen das heute, lege mich aber nicht fest. So viel brauche ich denn. Entschuldigung. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, stimmt das? Ich mache mal einfach nur so viel, aber ich glaube, wir brauchen noch mehr. Aber ich weiß es nicht genau. So, das hat jetzt keiner... Ja, wenn ich so mache, auf jeden Fall. Keinerlei Nutzen, sondern sieht einfach nur schön aus. Verdammt, ich muss mir den Tinkerspickel machen, ne? Dann lasse ich einfach mal das Ding oben drüber weg. Und genau, ich brauche noch exakt 3 Slabs. Okay. Gut, nächstes Eimer. Dafür brauchen wir einen Clay Bucket. Gut, dafür haben wir 3 Clay. Hammer. Hammer, easy. Ja, doch, haben wir. Da. Den muss ich dann noch brennen und dann kann ich damit schon theoretisch das Wasser setzen und ich lege da einfach mal ein bisschen Holz nach. Und für die Lava müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, das dauert noch ein bisschen. Und ja, wobei so lange auch nicht mehr. So lange dauert es eigentlich auch nicht mehr. Wasser. Water Clay Bucket. Genau, jetzt können wir das hier hinsetzen. Fast. Na, Cobble Generator. Wir brauchen nur noch 200 weitere Millibuckets Lava. Generier schneller! Und ich weiß, dass es schneller geht, wenn man Lava drunter tut, aber wir haben keine Lava. Ne, und so. Ja. Ne. Bis dahin, was können wir bis dahin denn noch machen? Wir könnten den restlichen Cobblestone mal klein machen. Aber den nicht in dem Maße, wie wir es mit dem anderen gemacht haben, sondern wir sieben jetzt hier schon den Gravel durch. Ist ein bisschen effizienter, weil dadurch kann sogar die Chance, dadurch kann sogar sein, dass wir Sachen verdoppeln, also nicht verdoppeln an sich, sondern vermehren einfach dadurch, weil wow, hat ja sehr viel gebracht. Wow. Naja, ich werde es dann erwähnen, wenn es soweit ist. Noch 70 Millibuckets. Und ich könnte mal Blätter nachlegen. Die reichen aber nicht mehr für alles aus, ne? Und hier lohnt sich es, Butterfly zu machen beim Sieb. Ne. Aber hier? Ja. So, und ja. Ich kann jetzt einfach noch mal so ein bisschen. Komm. Nee. Ja. Mit der Schere wüten. Und ja, den Rest brauche ich einfach mit der Hand, weil wir haben so viele Setzlinge fast schon. Und ja. So, Apfel zwischen euch knuspern und dann, ja, wieder ein bisschen Laub. Ein paar mehr Setzlinge. Ja, ne, so. Und, rein theoretisch. Ah. Okay. Rein theoretisch. Müsst ihr was wissen? Ich glaube, der Eimer geht jetzt kaputt, aber... Ja. Aber wir haben Lava. Und es gab eine Sache, die ich nicht bedacht habe.
Denn wir brauchen hier noch irgendwas, um es abzubauen. Und wir können uns ja keine normalen Werkzeuge machen. Durch diese eine Tinkers Construct Modifikation. Aber gut, wir brauchen ein Pickaxe Head und Toolbinding. Ich glaube, das haben wir beides noch nicht hier. Nee. Toolbinding und Pickaxe Head. Da brauche ich aber erst noch eine weitere Pattern. So. Oder ein paar weitere Pattern. Blank Pattern. Wäre das. Ja. So. So. Pickaxe. Und. Das hier. So. Ach, das kann ich jetzt aus Stein machen. Aber heißt Stein Stein oder heißt Stein? Ah, ich mach's einfach aus Holz. So rum. Das Gute ist ja, man kann es nachher rein theoretisch noch updaten. So. Und da haben wir eine Spitzhacke. Und jetzt haben wir im Prinzip unendlich viel Cobblestone. Nice. Cobblestone Generator auch geschafft. Ich mache ganz viel Fortschritt. Irgendwie, wenn Konstantin nicht da ist. So, jetzt habe ich erstmal 8 Cobblestone. Ich farm aber noch einen weiteren. Dann kann ich mir ein paar Steinslabs. Halt, stopp, ich brauche keine Steinslabs. Moment, ist Bullshit, was ich da gerade erzählen wollte, erzählt habe. Und nein, die Slab, aber die ist jetzt nicht so wichtig. So, einfach nur der Optik wegen. Dann nehme ich mir das mal hier hin und weiter. Entspannt, oder? Also mir so ein bisschen ab. Cobblestone Generator chillen, ein bisschen Cobblestone abbauen. Es kommt im Hammer, kann man ja mal ein bisschen was. Dann bekommen wir ja gleich den Gravel raus. Und ja. Gut. Gechillt. So, ich überlege gerade, was brauchen wir denn als nächstes? Ich glaube. Ja gut, den Igneous Extruder und danach den Coke Oven. Coke Bricks brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir Bricks. Dafür brauchen wir Clay. Da brauchen wir auch noch Clay. Und dafür Sandstein. Smooth Sandstone. Ja, Sandstone geht auch normaler. Also Sand und Clay ohne. Sand und Dust ohne Ende. Sprich. Weiter am Cobblestone stehen. Cobblestone Generator stehen. Meine Güte. Aber es geht ja zum Glück relativ flott. Und wir machen uns mal einen weiteren Hammer. Aber ich glaube. So. Ich mache hier wieder ein bisschen Gravel. Nach dem durch, dann habe ich Sand. Ich irgendwie bin schon irgendwie geistig behindert. Nichts gegen geistig Behinderte. Das ist nur so als Metapher gemeint. Nicht, dass da noch irgendjemand denkt, dass ich was gegen gewisse Leute hätte oder so. Naja, Konstantin hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich glaube, die Aufnahme heute wird einfach wirklich forever Malone. Vielleicht heißt die erste Folge auch so. 2, 3, 1. Wow. Naja. Aber wir haben immerhin schon mal einen Cobblestone Generator. Und ich glaube, ich mache aber jetzt hier mit dem Cobblestone weiter. Das Durchsieben wäre dann auch wahrscheinlich das Nervigste. Ich glaube, ich mache dann einfach, wenn ich das Ganze nicht ganz Erze durchsiebe, mache ich wieder eine Timelapse. Es hat sonst ja schließlich keinen Wert. Und irgendwie hat der Cobblestone, den ich halt die ganze Zeit abbaue, auch keinen Wert, weil er sofort in die Lava fällt und dort verbrennt. Oder auch einfach dorthin springt, dass ich nicht einsammeln kann.
Ist auch nicht so. Nice. Oh Mann. Nachteil, wenn man allein ist, man hat nicht viel zu reden. Ja. Na. So. Und alles perfekt. Jetzt hast du wieder 7. Also, bin ich 7 für euch beim Labs. Viel Spaß. Okay, kurze Unterbrechung. Ich halte es mit diesem Scheiß-Teil nicht mehr aus. Hier ist Ex-Kompressum drauf. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein Compress-Thief. Das war Heavy zuerst. Okay, das heißt Heavy-Thief. Was brauche ich denn? Wie heißt das Ding? Ja doch, Heavy-Oxief. Da brauche ich 2 Silk-Meshes. 2 Heavy-Silk-Meshes. Nee, ja doch, Heavy-Silk-Meshes. Dafür brauche ich insgesamt 8 normale Meshes und 1 besteht aus 9 Springs. Ärger brauchen wir 81. Gott, 81. Oder? Ja, doch, 81. Ach, nee, 72. 72 Strings. Das heißt, ich werde die Leaves wieder infesten. Am besten. Am besten infesten. Und dafür brauche ich auch welche mit Leaves. So. Und wir haben jetzt zum Glück noch einige Silkworms bei uns in den Kisten rumliegen. Und ich sollte mich hier, glaube ich, besser mal raus verpieseln. So. Das war gerade knapp. Und der da hinten schon hochzüchten. Ja. Und, komm, Silkmesh. Alter, ich habe welche im Inventar. Ich setze mal hier ein rein und hier. Hier. Da. Da. Ja, hier ist noch keine. Und da. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Bis die Würmer durch sind, heißt für mich weiter 7. Fortführung der Timelapse. So, wie ihr jetzt auch schon gerade gesehen habt, habe ich ein bisschen was gefarmt, so hier und da so eine Kleinigkeit. Jetzt gerade schmilzt das Eisen durch, das Kupfer habe ich euch erspart, warum auch immer. Auf jeden Fall, was mir jetzt auch gerade noch so auffällt, ist mir gar nicht aufgefallen, hier ist alles durch, das heißt... Ja doch, ich dachte gerade schon. Die Silkworms haben ihre Arbeit getan, wir haben jetzt einen ganzen Haufen Strings und können uns damit, eventuell später auch noch andere Dinge machen. Aber aktuell haben die Silk Meshes Priorität. Und da haben wir schon 2 Heavy Silk Meshes. Und ich glaube, ich habe mich irgendwo verkalkuliert. Ist mir jetzt aber relativ egal. Weil, hey, ich habe... Für euch hat es jetzt nicht unbedingt länger gedauert, ihr habt das in der Timelapse gesehen. Wir haben jetzt hier ein schönes Heavy Oak Sieve. Jeder ist glücklich. Ich gehe mal hier rüber. Und ja. Und mit den 7 Eisen und dem Redstone und dem bisschen Holz und dem bisschen Cobblestone, wobei ich das noch gerne vergrößern würde, das bisschen. Einfach aus dem Grund, damit ich nachher noch ein bisschen was übrig habe, so das reicht, können wir uns jetzt schon mal die erste Komponente
der... Ah, wunderbar. Fängt ja schon mal gut an. Ja, die erste Komponente unseres wunderbaren Igneous Extruder machen. Nämlich einen Kolben. Ja, fehlt ja gar nicht mehr so viel. Toll. Top. Tin haben wir. Tin irgendwo. Ah, drei Tin. Oh, das haben wir schon. Ja, im Prinzip. Es geht. Man kommt hier relativ medium durch. Also wir brauchen halt noch Glas, aber das ist das kleinste Problem. Wir brauchen noch halt einen Haufen Eisen, einen Haufen Tin und einen Haufen Kupfer. Und dann haben wir es im Prinzip auch schon fast. Ja doch. Eigentlich können wir es auch jetzt schon die zweite Komponente machen. Wir brauchen dafür nur noch ein klein wenig Sand. Zwei Stück, um genau zu sein. So. Hier. So, dann sind wir hier durch. Mache ich ganz kurz mal die zwei Sand rein. Und dann haben wir im Prinzip schon die weitere Komponente, weil wir haben ja hier noch einen Redstone. Das läuft. Weiter, das läuft. Ja. Was ist das? Wie teuer ist das Ding? Gold, Bronze, Bronze geht aus. Toll. 3 Copper, 1 Tin. Dann bekommen wir Bronze raus. Ja. Das ist Resonant. Mein Igneous 16. Ah, das heißt, wir brauchen da erst sowas aus 4 Bronze. Wow. So, dann kommen hier noch das rein. Aber ja, um diese Upgrades können wir uns ja irgendwann mal kümmern. Aber ich habe die Erfahrung, dass das Standardding ausreicht. Liebevoll gesagt. Wir werden so oder so damit vollgepumpt. Mit Cobblestone. So, und was kommt in die Mitte? In die Mitte kommen 2 weitere Glas. Okay. Warte, mache ich mir ganz kurz mal weitere Hämmer. Aus dem einfachen Grund. So. Damit, wenn der kaputt geht, ich noch welche auf Lager habe. Aber das sollte, glaube ich, nicht passieren bei 2 Stück. So, 1, 2. Bam. 2 Sand. 2 Sand werden durchgebrannt. Die 2 Sand. Meine Rhymes. Oh. Und wo auch immer jetzt das Aluminium herkommt. Meine Fresse. Hammer, hallo. Hammer, da. Ja. Können wir hier gleich mal reinlegen. Und ja. 3 Kupfer haben wir schon. Wow. Von 8. Aber ich hoffe mal, dass wir dann mit dem... Mit dem Heavy Sieve. Oh, ich bin schon... ganz durch, obwohl wir eigentlich erst 10 vor halb 8 haben. Auf jeden Fall, ja, ups. Ich glaube, das geht damit hier dann ganz flott. Und wieso warte ich eigentlich überhaupt noch hier? Falsch, ja. Im Prinzip. Falsch. So. 4 Glas, 4 Eisen und das Tin Gear. Ah, wir brauchen wieder Glas. Ich hätte, glaube ich, vorher mal durchschauen sollen, wie viel ich brauche. Aber, ja, jetzt ist auch egal. Das können wir schon mal in die Kiste reintun. Den Redstone können wir wieder oben reintun.
Oh, ich soll was essen. Schmackhafte Silkwürmer. Aber ich kann dann nicht, was das heißt. Aber ich habe sie und ich kann sie essen. Oh.